Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu Spin Tyrus. Unsere dicke Lützi hat ja immer noch fett Dreck am Stecken, die müssen wir jetzt hier immer noch irgendwie aus dem Schlamm befreien. Auch beim letzten Mal konnten wir ja leider die Sache jetzt nicht erfolgreich beenden, aber ich denke mal diesmal müssen wir es einfach schaffen. Die dicke muss hier raus. Da führt kein Weg dran vorbei, deswegen hauen wir jetzt nochmal die Winde ran und versuchen mal mit unserer fetten Betsy, ja, die dicke Lüssi da hinten rauszuziehen, aber irgendwie, mehr oder weniger, haben wir die Handbremse angezogen. Das kann natürlich gar nichts werden. So, jetzt ruppen wir nochmal mit der Winde, gucken, dass wir irgendwie hier die Lüssi hinterher hier ruppkriegen. Ich glaube, die hängt die schon wieder, also die hängt wirklich richtig mies im Dreck fest, also das ist echt eine kranke Scheiße. Die fette Betsy gibt hier alles, ihre 1900 PS, um irgendwie unsere Lüssi wieder da rauszukriegen. Aber ich sag mal, Lüssi bewegt sich zumindest. Zumindest bewegt sie sich. Sie scheint jetzt über den Matschhaufen rüber zu wollen. Okay, vielleicht war es doch wirklich nur ein Schein. Oh ja, jetzt wird es ein bisschen frei. Ich hoffe, Bessie kann jetzt auch mal wieder ein bisschen Land gewinnen, dass sie da hochkommt, den Berg. Ansonsten werde ich die Winde nochmal lösen. Betsy erstmal auf den Berg rauffahren. Aber das sieht gut aus. Betsy bewegt sich jetzt da auch. Lützi ist auch ein bisschen frei. Jedenfalls etwas freier wie vorher. Oh mein verdammter Scheiß. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so derb festfahren wäre. Also das ist jetzt wirklich echt krass, ey. Aber gut, jetzt. Lützi kommt rein. Lützi kommt raus. Okay, ich werde jetzt nochmal die Winde lösen. Und dann die fette Bessy erstmal jetzt hier wieder auf den Weg raufkriegen. Und da haben wir es ja dann auch ein bisschen fetter, ja. Und so einen fetten Bessy, so einen fetten Lützis hier. Nee, da ist ja der Boden dann auch wieder ein bisschen fester. Und ich hoffe einfach mal, dass durch den Grip dann die dicke Betsy ein bisschen mehr machen kann, um Lüssi daraus zu entfernen. Wenn ich sie mal hochkriege. Also der Wendekreis von unserer Betsy, der ist ja nun wirklich extrem. Jetzt tut sie hier gerade noch den neuen Baum besteigen. So, komm, jetzt kommt, zieh mal rum, machen wir. Nein, Louis, nur sei mal nicht so. Ja, okay. Wenn ich den vorigen scheiß Baum einfach um, der geht mir hoch auf den Sack. Oh, sag mal, hängt jetzt sogar meine Betsy fest oder was? Ja, okay, ich setz mal richtig weit zurück in den Fluss rein. Unsere Betsy macht das ja mal einen Scheißtrick, dann lenken wir hier mal voll ein. Dann hoffen wir doch einfach mal, dass der Schlamm uns jetzt hier ein bisschen Grip gewährt, dass wir wirklich mal rumkommen. Aber irgendwie sieht das mal ja auch nicht so aus. Also anscheinend hat auch Bessie jetzt hier absolut gar keinen Bock mehr, hier noch was zu machen. Ey Bessie, jetzt komm, mach dich rum. Ey, zieh rum. Ich habe jetzt hier echt keinen Bock mehr. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ja, gut, da freue ich die Scheiße eben jetzt hier irgendwie nach links raus. Ich halt zusehen, dass ich irgendwie rückwärts jetzt auf die Straße raufkomme. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann lenken wir hier noch ein kleines Stückchen ein. Dann versuchen wir mal rückwärts hier mal durch den Schlamm durchzukrachen. Das sollte für unsere Bessie absolut gar kein Hit sein. Mit ihren 8 fetten Schlappen hat sie ja keine Probleme mit. So, jetzt rüber auf den Weg. Da haben wir dann wieder, wie gesagt, schönen Grip. Und dann haben wir unsere Lüssi. Unsere Lüssi, wenn wir sie jetzt mal sehen, da vorne ist sie. Wie gesagt, Kamera immer noch beschissen, immer noch extremer Nachholbedarf bei den Herstellern. Ich hoffe, es wird mal irgendwann erledigt. Machen wir das Ding jetzt fest, jetzt haben wir seine Seite fest. Das machen wir natürlich nicht, da würden wir Lüssi nämlich mit umreißen. So, Betsy, jetzt immer Reifen eingeschlagen, Handbremse raus und dann Haptik mal. Oh, guckt euch das an, ist das eine Sahne, wie die Lüssi da jetzt hinterhergezogen kommt. Jetzt hängen wir hier irgendwo vorne an dem Schlamm nochmal fest. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich ruck nochmal mit der Winde. Und jetzt ziehen wir unsere Lützi einfach auf die Straße rauf. Naja, das war auch klar. Also das musste ja nur einfach klappen. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Oh, das sieht, verdammte Scheiße. Das sieht nicht so aus, als ob Lützi jetzt die Bäume behalten hat. Ich schalte mal um auf unsere Lützi. Ich glaube... ne, das ist unsere kubanische Zigarren-LKW. So, hier Lützi. Oh. Das ist wirklich hundertprozentig, als ob die Bäume da drauf liegen. Sieht es jetzt nicht aus.
Also hinten an unserem Hänger hat sie definitiv etwas entfernt. Ich versuche jetzt hier einfach mal so Differential ein. Tja, jetzt ist natürlich die große Frage, sind die Bäume jetzt noch offiziell verladen oder sind sie jetzt nicht verladen? Können wir so weiterfahren? Würden wir das schaffen noch bis zum Holzfällerlager runter? Das ist noch ein ganz schöner Weg, muss man sagen. Ich glaube, ich breche das jetzt einfach mal ab und versuche hierher zu fahren und mache hier das Holz voll. Wenn das nämlich jetzt noch reicht, wenn das Spiel das noch akzeptieren tut, so wie das Holz hier auf meinem Hänger liegt. Und dann mache ich einfach nochmal eine komplett neue Holzlieferung hier hoch. Weil irgendwie so will ich jetzt hier auch keine extrem lange Strecke noch fahren. Das wird, glaube ich, nichts. Ja, mit der exzellenten Kameraführung versuche ich jetzt hier mal zu drehen. Ja, hier muss ich jetzt natürlich vorsichtig sein. In den Matsch darf ich nicht reinfahren. Dann hängt unsere Lucy gleich wieder fest. Kranke Scheiße. Wenn ich sehe, wie der Anhänger da hinten drauf hängt, da wird mir kotzübel, wird mir da. Da wird mir echt schlecht. Jetzt zieht er mich auch mehr oder weniger hier noch den Hang runter. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob das reicht, dass wir rumkommen. Oh, verdammte Scheiße. Gleich wieder zurücksetzen. Bloß nicht nochmal festfahren hier in dem Tümpel. Ja, also wirklich lenken tut unsere Lucy jetzt hier auch nicht mehr. Ich hoffe einfach nur, dass es jetzt irgendwie noch... Oh Scheiße, wir kippen um, wir fliegen hier definitiv um. Ja, klasse Sache. Und da hängen wir jetzt natürlich auch wieder fest. Gut, okay, zurück zu Betsy und dann ziehen wir Lucy da einfach runter. Ist mir jetzt so scheißegal. Es geht mir ja langsam alles tierisch auf den Sack jetzt so irgendwo. Ach, der Motor ist aus, müssen wir nochmal starten. Was Betsy für Forschen in den Weg reinzieht, soll man ja sagen. Das war ja mal ein Weg. Den hat Betsy jetzt mal so richtig schön durchschmatscht. Oh, scheiße, gegen Baumi vorn. So, zurück mit dir, Betsy. Jetzt kommt am Baum vorbei. Lenke mal, kommt mal, Digga, lenke mal. Das geht doch. Kannst du noch nicht mal nach Spiegel an sich fahren in der Scheiße hier, ey, du siehst echt gar nichts mit dieser bekackten Kamera. So, das sieht doch ganz gut aus. Bleiben wir einfach mal so stehen. Versuchen wir uns auch mit der Kamera ein bisschen Überblick zu verschaffen. Seilwinde vorne rein. So, Rückwärtsgang rein und Bessie robbt. Ja, Handbremse natürlich mal wieder lösen. Wenn ich die Lützi jetzt da rein schleppe, dann ist mir das scheißegal. Hauptsache irgendwie dieses beschissene Holz kommt da noch ein. Oh, guckt euch das mal an, wo die ganze Kacke liegt, ey. Alter, sieht das schlecht aus. Gut, wo ist das Holz? Da vorne ist es. Wir wechseln jetzt nochmal schnell auf Lützi. Warum jedes Mal der Motor hier aus ist, wenn man nur aus dem Fahrzeug rausgeht? Das nervt irgendwo auch ein bisschen, ey. So, komm, Lucy, die letzten paar Meter, machst du mich jetzt keine Schande, du bringst das scheiß Holz einfach noch hin. Und dann tun wir dich zur Werkstatt zurückseppen. Versuchen einfach mal, ja, was heißt versuchen, müssen dann einfach nochmal neues Holz holen und versuchen dann das untere Holzfällerlager zu beliefern. Ich hoffe nur, die akzeptieren jetzt unsere Lieferung noch nicht, dass sie sagen, das sieht so beschissen aus, den Dreck, den könnt ihr behalten. So, was sagen sie? Ah, wir können entladen, wunderbar. Dann war die Tour jetzt doch nicht so ganz umsonst. Da haben wir zumindest dieses Ziel jetzt hier komplett beliefert. Wo ich auch mal sage, dann geht die Bessie jetzt zurück in die Werkstatt. Ja. So. Und was ich jetzt erstmal mache, bevor ich mir hier nämlich nochmal so eine Scheiße leiste und hier oben stecken bleibe, ich schnapp mir jetzt mal unseren kubanischen Zigarren-LKW, mit dem sind wir ja noch nicht gefahren, und werde einfach mal versuchen, mit dem diese Verdeckung hier aufzudecken, wo vielleicht nur die hier, wenn der Schaden vielleicht bis dahin schon wieder zu hoch ist. Ich sag mal, wenn man sich den Karren anguckt, sagt alles. Ich glaube, da können wir froh sein, wenn wir die Hälfte der Strecke schaffen. Aber vorher sollten wir den noch, ich glaube, den kann man nämlich auch noch umbauen. Den fahren wir jetzt nochmal in die Werkstätten hier. Wie nennen wir den eigentlich? Brauchen wir einen Namen für unsere kubanischen Zigarren-LKW? Nennen wir den einfach Horst. Oder Horst, was für eher ein deutscher Name.
Wie hieß eigentlich dieser kubanische Diktator damals? Fidel Castro, das ist unser Fidel, ganz genau, das ist nicht Horst, das ist unser Fidel. Und Fidel lässt uns jetzt zumindest mal, also mindestens diese Verdeckung hier macht er jetzt mal frei. Obwohl das eigentlich auch sinnlos wäre, denn hier kenne ich fast auswendig. Aber wir werden sehen, mit wie viel Schaden Fidel da vorne ankommt. So, der Fidel hat noch nicht mal Allrad, der hat bloß eine Differentialsperre. Na gut, okay. Zumindest haben wir aber Ketten auf der Schlappen drauf. Können wir ja mal aus der Nähe hier nochmal angucken, wenn es diese beschissene Kamera uns erlauben würde. Ah, viel, viel mit Ketten auf den Hinterrädern. Das Ding hat durch unten rein, also. Der wird wirklich nur Heck angetrieben. Oh, oh, oh. Das wird eine richtige Tortur jetzt. Das freut mich ja schon. Da bin ich immer gespannt, wie der viel sich hier durchgräbt durch den Schlamm. Ich glaube, er steckt schon fest. Oh ne, da hat er sich nochmal befreit. Aber die erste Pfütze, die war hier schon extrem tief. Ja, das können wir jetzt hier auch beobachten, wie der viel da so fast drinne versinken tut. Ach du Scheiße, ey. Aber immerhin, der macht sich mal hier auch nicht so schlecht, der Fiedel. Also bis jetzt ist er noch nicht stecken geblieben. Mensch, Fiedel. Das ist ja doch ein bisschen überraschend, Junge. Er gräbt sich durch. Also ich glaube, mehr oder weniger schiebt er mit seiner Frontschürze den Schlamm nur noch beiseite. Also die Vorderräder scheinen da nicht mehr zu drehen. Er betätigt jetzt hier als reines Schiebeschild. Aber er kommt voran, der Fidel. Da kann man mal sehen. Die Kubaner, ihre Zigarren-LKWs, die Zigarren sind da immer reingekommen. Nicht umsonst haben sie sich so ein riesiges Zigarren-Imperium aufgebaut. Aber Fidel weiter on Tour. Fidel zieht voran. Schalten wir mal einen zweiten Gang, da geht er so richtig ab, der Jute. Peter, 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 Peter. Gut, jetzt müssen wir hier definitiv zurück in den ersten Gang. Ansonsten wird er, denke ich mal, das nicht mit dem Drehmoment schaffen, hier hochzukommen. Oha, machen wir uns jetzt so fest hier vorne. Das ist der richtige Schepper gerade. Meine Fresse, da könnte man ja fast daran denken, dass die Achse vorne durch ist. Oh, und jetzt hier richtig tiefer, mieser Schlamm für Fidel. Da kriegt er jetzt doch ganz schön. Oh, da hat er zu kämpfen. Das schafft er nicht mehr so einfach. Wir sind unsere Vorderräder auch komplett fest. Die schieben hier bloß noch. Na, Fidel geht sich vielleicht doch nicht mehr so gut. Naja, okay. Wozu haben wir eine Seilwinde? Machen wir sie einfach mal hier fest. Oh, komm, Fidel. So schnell gehen wir hier nicht auf mit dir. Bis jetzt warst du ja ganz gut unterwegs. Na gut, aber irgendwie ohne Seilwinde scheint er jetzt hier gar nichts mehr zu machen. Oder ist der hinten fest? Mach ich mir jetzt die Achse kaputt hier vorn? Irgendwie dreht das Hinterrad gar nicht mehr. Der hat doch hier keinen Trieb, der Fidel. Hä? Die dreht überhaupt nichts mehr. Aber der hat doch noch gar nicht so viel Schaden. Ach, die Handbremse ist angezogen. Ah, verdammte Scheiße. Ich wundere mich hier, warum hier gar nichts geht. Der Junge hat die Handbremse angezogen. Alter, bin ich scheiße, ey. So, na gut. Weiter geht's mit der Winde. Wir ziehen jetzt mal hier rüber den Newton Fidel. So, Winde ein. Fidel rum. Also wirklich auch eine gerade Spur scheint da jetzt auch nicht hinzukriegen. Das verhindert der Schlamm gleich mal komplett. Mehr oder weniger machen wir jetzt hier Zeitlupendrifting. Jetzt steht er wieder gerade, der Fidel. Jetzt gräbt er, jetzt schafft er, jetzt will er, der Junge. Jawohl, Fidel, gib alles, du bist unser Bester. Der verbraucht doch mal ja nicht so viel Sprit. Ah, guckt euch das an, der Fidel, Junge. Er hat zwar nicht so viel Power, ist nicht ganz so stabil gebaut, aber er gibt alles, der Charakter ist da. Der Wille ist definitiv da. Viele will es ja einmal zeigen. So, wunderschön. Das sieht doch wirklich ganz, ganz gut aus für unseren Viele. Ich hau jetzt mal durch die Schlammpfütze hier durch. Dann gucken wir nochmal auf die Karte. Ich denke mal, wir könnten wirklich die zweite Verdeckung mit dem erreichen. Das sollte auch schaffen. Oh, jetzt nicht. Alter Schwede. Der haut sich hier mit einem reinen Heckantrieb durch die Schlammscheiße durch. Leck mich doch am Arsch, Alter.
Es ist erstmal völlig kalt, nur hier vorne reingegangen in den Schlamm. Versuchen wir da einfach mal hier rechts irgendwo dran vorbeizufahren. Da scheint ja schon mal festes Terrain zu sein. Jawohl, da sind wir auch wieder raus. Oh, und jetzt eine Pfütze. Da bin ich ja jetzt auch mal gespannt, wie unser Fiete hier die Pfütze meistert. Der fängt doch wirklich nicht viel Schaden, muss man sagen. Also der ist relativ klein, aber er sitzt wenig auf und fängt dabei Schaden. Also unsere Bessie und unsere Lucy haben da schon viel, viel mehr verpasst bekommen. Also durch den Heckantrieb, muss man sagen, zieht der Fiedel immer ganz schön schief. Also das ist ein richtiger Drifter, der Fiedel. Oh, Leute, das sieht aus, ey. Die Karre da hin und her schlendert in dem Schlamm. So, schönes Ding. Ziehen wir mal die Handbremse an. Gucken wir mal, wo sind wir jetzt hier auf der Karte? Die Verdeckung da oben. Ich werde definitiv versuchen, mit Fiedel die Verdeckung hier hinten zu entfernen. Das bringt mir einfach mal tausendmal mehr, weil Jungen kenne ich mich schon aus. Hier komme ich auch. Ich wollte jetzt gerade sagen, hier komme ich auch schwarz durch. Oh, Schwarzfahrer bin ich ja noch nicht. Nee, hier komme ich auch blind durch. Beziehungsweise kartenblind. Oh, Fiedel, Junge. Ey, du bist echt eine geile Sau. Ich denke mal, auch deinen Auspuff werde ich heute zum Feierabend nochmal bearbeiten. So, und jetzt wird es richtig interessant. Wie wird unser Fiedel das Flüsschen meistern? Ja, mal richtig Gas. Oh, der hat ganz schön gescheppert, aber er gräbt sich raus. Das sieht ja ganz gut aus. Oder? Sieht es ganz gut aus? Oder sieht es extrem beschissen aus? Nee, es sieht gut aus, es sieht gut aus. Da kommt er, der Fiedel. Da ist er draußen. Jawohl, Fiedel, du geile Sau, ey. Auch den zweiten Fluss meistert er ohne Probleme. Der Fiedel, der hat's drauf, der will es einzeigen hier wirklich. Der gute kubanische Eidstahl zieht hier alles weg. Knallt Knaller durch, scheißegal, jedes Hindernis wird genommen. Auch wenn er wackelt, jetzt aber gleich auseinanderfliegen würde. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, nach rechts rum auf die befestigte Straße, ganz genau. So, rauf auf der Straße. Jetzt hier Vorsicht nochmal bei der Brücke. Ich denke mal, der Fliede, der hat seine schmalen Reifen, der könnte da fast durchfallen. Oh, mit Schiel bist du wahnsinnig. Nicht links und rechts, fahren wir mal geradeaus. So, schönes Ding. Und jetzt erstmal schön über den Asphalt mit den Schneeketten. Dann kann man mal ordentlich gucken, wie der Asphalt fliegt. So, das geile See. So, viel. Jetzt bis an dem. Genau, hier könnten wir nochmal Holz klauen auf die Schnelle, wenn wir mit dem Kran klarkommen würden. Aber irgendwie ist das nicht so wirklich meine Sache. Das sollte ich vielleicht irgendwann nochmal üben. Jetzt hat der Fiedel auch ein bisschen Dreck auf der Ladefläche. Oh, scheißegal. Mein Gott, wen interessiert das? Mensch, da hat der Fiedel wirklich gleich den Strand erreicht. Und nach dem Strand sind wir ja dann schon am Holzfällerlager in dem ersten. Da hat er sich echt gut durchgemaugt, der Kleine. Na, oder will er mir jetzt nochmal Schande machen? Fiedel? Fiedel? Junge? Ey, jetzt echt? Sieh zu, dass du hier den kleinen Haken hochkommst, Alter. Bist du nicht ganz sauer oder was? Ey, Fiedel, Junge? Alle Hindernisse hast du genommen. Und das kleine Scheiße hier, das kriegst du jetzt nicht oder was? Jetzt scheiß dir eine Hose in den Vogel oder wie? Sieh zu, du Arschloch! Okay, gucken wir mal, kommen wir vielleicht auch mit der Seilwinde rein? Ja, aber hier oben an dem Baum kommen wir rein, das sieht doch sehr gut aus. Jetzt ziehen wir uns hier einfach das Scheißloch hier hoch. Oh, viel, das war jetzt zwar ein bisschen enttäuschend, aber ja, die Fahrt geht weiter. Ja, weil den Berg, den nimmt er dann wieder super. Ist ja mega so schwer gewundert, wenn er den nicht geschafft hätte. Das ist immerhin alles fest hier. Und jetzt hier, der Strand wird nochmal sehr interessant. Da sind die Schlammpfützen ja auch etwas tiefer. Versuchen wir einfach mal ein bisschen einen Rand zu fahren. Da scheint es auch das. Ja, da ist es auch ein bisschen befestigter, das Terrain. Da kommen wir besser lang. So, jetzt nochmal die lange Pfütze.
jetzt auch ein bisschen für den Fiede schon ein bisschen gefährlich tief rein. Da könnte er uns schon fast absaufen, der Jute. Oh, er zieht durch, elf Schaden, scheiß der Hund drauf, da macht er sich ja nichts raus. Ich hätte es eigentlich schon mal gucken können, weil ich den Fiede ja sowieso nicht beladen möchte, ob man den nicht hätte irgendeinen Reparaturscheiß noch mitgeben können. Ich glaube, das wäre ein bisschen sinnvoller gewesen, weil jetzt haben wir hier eine Ladefläche, die leer ist, sonst kutschen damit durch die Gegend. Das war, denke ich mal, jetzt ein bisschen blöde von mir. So, hier genießen wir nochmal die schöne Aussicht am Strand. Hier, wunderbar, zum Sommer ja alles immer ein schöner Anblick, ne? Für mich wird es ja leider erst am 15. August, was dass ich in Urlaub fahren kann. Relativ spät, kotzt mich auch ein bisschen an, aber na gut, ich sag mal, die drei Wochen, die werde ich noch durchziehen. Mein Gott, ich hoffe, du hast ein vernünftiges Wetter aus, wenn ich an der Össe liege. Nicht, dass ich da oben wieder ankomme und dann einfach mal nur Regenschauer sind. So, und jetzt hat es unser Fiede fast geschafft. Nur noch eine lange Schlammpfütze und dann sind wir am Holzfällerlager. Oh, er gräbt sich durch, der Fiede, er gräbt sich durch. Er kennt doch nichts, der Jude. Jetzt hat er es wirklich mal eingezeigt. Auch bei minimaler Ingenieurskunst und einem beschissenen Aussehen ist er wenigstens genauso stark wie unsere Betsy. Zumindest vom Verhalten her und von der Strecke, die er gefahren ist. Ich glaube, das Ganze hat er sogar noch mit weniger Schaden und viel weniger Verbrauch gemacht. Tja, Bessi, da kannst auch du dich nochmal eine Scheibe abschneiden. Also heute Nacht ist definitiv der Auspuff von Fiede drin, ne? So, die letzte Schlammschlacht ist dann erstmal genommen. Und ich würde dann sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Weiter geht's in der nächsten Folge, dass unser Fiede dann die letzte Verdeckung aufdecken wird. Danach wird unsere Luzi das Holz hier herschlemmen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir das zweite Holzfeuerlager erreichen. Bis dahin, Jungs, alles für die USR. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und tschüss.